Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Lösungen all unserer Probleme, die Lösung unseres Leides, das wir heute gegenwärtig erfahren, liegt in der Rückkehr Jesu Christi. Wenn man das begriffen hat, wenn man begriffen hat, was die Rückkehr Jesu Christi bedeutet, dann hat man sehr viel bereits schon in Erfahrung gebracht, nicht nur über die Zukunft, sondern auch über die Gegenwart und die Vergangenheit. Schauen Sie, ursprünglich erschuf Gott Engelwesen, eine geistige Welt. Und dann später, nachdem er diese Engelwesen erschaffen hatte und sie ausgebildet hatte, ihnen aber freie Entscheidungsgewalt gegeben hatte, also nicht als Marionetten oder Roboter erschaffen hatte, sondern als Wesen, die eben sich entscheiden konnten, später erst erschuf er dann die physische Welt, diese Erde, auf der wir heute leben. Und er gab dann die Herrschaft über diese Erde an ein mächtiges Engelwesen mit dem Namen Luzifer und an Engel, die unter ihm standen. Ungefähr ein Drittel aller Engelwesen, die Gott erschaffen hatte. Nun, dieser Luzifer, das war, wie es heißt, das Abbild der Vollkommenheit. Über alle Maßen schön. Aber er war ein Wesen, das Entscheidungsgewalt hatte. Und nachdem Luzifer und seine Engelwesen über diese Erde für eine gewisse Zeit herrschten, es gab da noch keine Menschen, schauen Sie, zunächst einmal war eine Welt erschaffen worden, die ganz anders war als die Welt heute. Man kann von diesen Sauriern ausgehen und diesen gewaltigen Tieren, die man heute so in Fossilform findet, dass die damals vor der Erschaffung des Menschen existierten, aber nicht unbedingt in der Form, wie wir sie heute in diesen Fossilien finden. Aber Luzifer begann dann, sich gegen Gott aufzulehnen. Zunächst einmal erlaubte er, Gedanken in sich aufsteigen zu lassen, die sich gegen Gott stellten, die Gottes Fairness, Gerechtigkeit hinterfragten. Er war eben, wie gesagt, das Abbild der Vollkommenheit, über alle Maßen schön. Er wurde stolz in seinem Herzen. Er sagte sich, ich muss mehr haben als nur Herrschaft über diese geringe, winzige Erde, wenn ich mir so das Universum anschaue. Und er war in der Lage, die Engel, die ihm unterstanden, dahingehend zu beeinflussen, dass auch sie sich einer Rebellion anschlossen und alle sind dann zusammen gen Himmel gefahren, um Gott von seinem Thron zu stürzen. Aber schauen Sie, Michael, ein anderer gewaltiger Engel, der aber Gott treu geblieben war, und seine Engel, die zwei Drittel, die kämpften gegen diesen Luzifer und seine Engel und alle wurden wieder, die an dieser Rebellion teilgenommen hatten, auf diese Erde zurückgeschleudert und Luzifer wurde dann zu Satan. Schauen Sie, einige sagen, Gott habe Satan erschaffen, keineswegs. Gott erschuf Luzifer, das Abbild der Vollkommenheit, aber mit freier Entscheidungsgewalt. Und es war Luzifer, der sich dazu entschied, der Feind Gottes zu werden. Und so wird heute Satan als der Feind Gottes bezeichnet. Und als Gott dann Adam und Eva erschuf, nachdem er die Erdoberfläche erneuert hatte, denn durch diese Rebellion Luzifers oder Satans und seiner Engel wurde die Erde mehr oder weniger in einen Zustand der chaotischen Wüste verwandelt, wie wir dies in 1. Mose 1 und Vers 2 lesen. Und Gott erneuerte die Erdoberfläche. Und dann erschuf er den Menschen, Adam und Eva. Und dann brachte er sie in einen wunderschönen Garten, den Garten Eden, das Paradies. Aber schauen Sie, Luzifer oder Satan war ja noch auf dieser Erde. Und er musste noch auf dieser Erde bleiben und herrschen, bis jemand kommen würde, der sich qualifizieren würde, die Herrschaft über diese Erde zu übernehmen. Nun, Adam und Eva versagten bei dieser Aufgabe. Sie folgten den Einflüsterungen Satans, sie sündigten. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, des Wortes Gottes. Gott hatte ihnen gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Aber sie glaubten Gott nicht. Sie glaubten nicht, dass sie sterben würden, wenn sie es täten. Und Luzifer oder Satan beeinflusste sie zu sündigen. Und die Strafe für Sünde ist der Tod. Der ewige Tod. Aber auch physischer Tod. Schauen Sie, Adam und Eva starben. Starben den physischen Tod. Und ohne Vergebung der Sünde stirbt man ebenfalls den ewigen Tod in der Zukunft, in der sogenannten dritten Auferstehung. Es musste also jemand kommen, der die Strafe für die Sünde auf sich nahm, sodass die Menschheit nicht sterben müsste, und zwar den ewigen Tod. Es müsste jemand sein, der vollkommen leben würde. Es müsste aber auch jemand sein, dessen Leben mehr wert war, als das Leben aller Menschen zusammengenommen.
Nun, wir müssen verstehen, wer und was Gott ist. Schauen Sie, Gott war immer schon eine Familie. Gott bestand immer schon aus zwei Wesen, Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Also die Idee, die einige vertreten heute, dass Gott ein Wesen sei oder dass Gott drei Personen sei und dann in einer Person, wie Sie sagen, beide Ideen sind verkehrt. Schauen Sie, der Heilige Geist ist kein Gottwesen. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von sowohl dem Vater als auch dem Sohn ausgeht. Eine Kraft, die in Ihnen wohnen kann, wenn Sie Ihre Sünden bereut haben, wenn Sie das Opfer Jesu Christi annehmen, im Glauben, und wenn Sie dann auf richtige Weise getauft werden, um den Heiligen Geist erlangen zu können. Aber zurückgehen zu dem Zeitpunkt von Adam und Eva. Es war Jesus Christus, der sich erbot, dieses Opfer zu bringen. Die zweite Person in der Gottfamilie hat sich dazu willens gegeben, um für uns zu sterben, um zunächst einmal ein Mensch zu werden. Denn als Gott kann man nicht sterben. Also Jesus Christus, der Sohn Gottes, die zweite Gottpersönlichkeit in der Gottfamilie, durch den alles erschaffen worden ist, unter anderem auch Adam und Eva, wurde zu einem Menschen. Schauen Sie, sein Beispiel der Nächstenliebe, des Gebens, sollte uns heute viel sagen. Aber sein Leben war eben weitaus mehr wert als alle anderen Leben, alle anderen Menschen zusammengenommen, denn er war es ja, der den Menschen zunächst einmal erschuf. Und er war Gott. Schauen Sie, es heißt, der Vater erschuf alles durch Jesus Christus. Es heißt, im Anfang sagte Gott, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und so war es das Wort, Jesus Christus, das den Menschen erschuf. Die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Und er wurde ein Mensch. Das Wort wurde Fleisch, wie Johannes 1 und Vers 14 es uns sagt. Und er überwand die Sünde im Fleisch. Das heißt, als ein Mensch, in dem natürlich Gottes Geist seit Zeugung ruhte und lebte, er war fähig, durch die Kraft Gottes in ihm, nicht zu sündigen, niemals zu sündigen. Denn hätte er einmal gesündigt, dann hätte er natürlich auch die Strafe für Sünde zahlen müssen, den ewigen Tod. Denn es wäre ja keine Möglichkeit gewesen, diese Sünde vergeben zu bekommen. Also er musste ein sündenloses Leben führen, das war nicht immer einfach. Wir lesen, dass er in gewaltiger Kraftanstrengung zu Gott betete. Sogar in solch einer Art und Weise, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurden. Dass Gott einen Engel sandte, ihn zu stärken. Aber Christus sündigte nie. Er überwand die Sünde im Fleisch. Und er starb als ein Mensch. Er war tot für 3 Tage und 3 Nächte. Er lebte nicht weiter, während seine fleischliche Hülle irgendwie im Grabe lag. Er war tot. Christus sagt in der Offenbarung, ich war tot. Und ich bin wieder lebendig geworden. Denn Gott, der Vater, erweckte ihn nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten im Grab von den Toten. Und damit war er der Erstgeborene geworden unter allen Brüdern. Der Erste, der von den Toten zu einem Geistwesen auferweckt worden ist. Schauen Sie, Christen heute, die sterben, die sind tot im Grab. Die sind keineswegs woanders. Die sind keineswegs im Himmel oder in der Hölle oder im Fegefeuer. Die leben nicht weiter, sie sind tot. Die erwarten die Auferstehung von den Toten. Niemand ist gen Himmel gefahren, der gestorben ist, als alleine Jesus Christus. Petrus sagte, dass David, der gerechte König David, nach wie vor in seinem Grabe war. Der ist also keineswegs in den Himmel gefahren. Aber er wird auferweckt werden. Darüber werde ich in einer künftigen Predigt noch sprechen. Er wird auferweckt werden. Er wird der König sein über das Haus Israel und das Haus Juda. Als ein auferwecktes Geistwesen, ein Mitglied der Gottfamilie. Schauen Sie, wenn wir auferweckt werden zu Geistwesen oder wenn, falls wir noch leben sollten in Christus, dann verwandelt werden zur Unsterblichkeit, wenn Christus zurückkommt, dann werden wir in das Reich Gottes eingehen. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Das Reich Gottes ist die herrschende Familie Gottes. Wenn wir das Reich Gottes ererben, bedeutet dies, dass wir teilhaben werden an der Familie Gottes. Wir werden Gott sein. Mitglieder der Gottfamilie. Schauen Sie, einige sagen, das ist Blasphemie. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Wir werden Christus gleich sein, heißt es.
Wir werden sein Bild tragen, wie er das Bild des Vaters trägt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Sie können Christus nur so sehen, wie er ist, als ein Geistwesen, wenn Sie selbst Geist sind. Wir sind bereits jetzt schon die Söhne und die Töchter Gottes des Vaters, gezeugte Söhne und Töchter, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben. Noch nicht wiedergeborene Söhne und Töchter, denn wenn sie wiedergeboren sind, dann sind sie Geist. Schauen Sie, sie sind heute noch kein Geist, aber sie werden es sein. Sie werden teilhaben an der herrschenden Gottfamilie, an dem Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet wird. Denn Jesus Christus wird hier auf Erden herrschen und Sie haben das Potenzial, mit ihm zu herrschen, unter Christus, über die Menschen, die dann leben werden. Als ein Gottwesen werden Sie herrschen. Wenn Sie nicht ein Gottwesen werden, dann werden Sie auch nicht im Reich Gottes sein. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Aber wenn Christus zurückkommt, dann wird er Satan von seinem Thron stürzen, absetzen. Er wird diesen Thron übernehmen. Schauen Sie, die Bibel spricht von mehreren Thronen. Zunächst einmal wird von dem Thron Gottes im Himmel gesprochen. Und Christus sagt, ich habe überwunden und mich auf den Thron meines Vaters im Himmel gesetzt. Das ist ein geistiger Thron. Also Sie können da jetzt irgendwie nicht versuchen, den jetzt zu finden, mit Ihren Augen zu sehen. Es gibt dann einen Thron, auf dem Satan heute sitzt. Das sagt uns die Offenbarung ganz deutlich. Aber auch dies ist ein geistiger Thron. Den können Sie auch nicht irgendwie jetzt mit Ihren physischen Augen sehen wollen. Aber Christus wird kommen, diesen Thron zu übernehmen. Es ist die Herrschaft, die damals dem Luzifer über die Erde übertragen worden war. Und er muss so lange herrschen, bis der Nachfolger Jesus Christus, der sich qualifiziert hat in diesem Leben, kommen wird als Gott, um diese Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Schauen Sie, Christus als Mensch hat damals den Satan überwunden. Sie können sich daran erinnern, dass Satan ihn versucht hat mit 3 Versuchungen, wie es beschrieben steht. Aber das waren nicht die einzigen, denn Satan würde auch nachher wiederum Christus versuchen wollen. Aber so, Satan wurde nicht siegreich. Er wurde siegreich im Hinblick auf Adam und Eva. Aber Christus überwand ihn. Er überwand ihn mit dem Wort Gottes. Schauen Sie, er sagte Satan genau, was Gott in seinem Wort sagt. Und so sagt er auch später, wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Nun, der Satan, der hat dann auch begonnen, Gottes Wort zu zitieren, aber aus dem Zusammenhang heraus, in falscher Weise, wie das heute so vielfach geschieht. Und Christus musste ihm deutlich machen, was mit dem Wort Gottes gemeint war. Er sagte, man soll zum Beispiel Gott nicht versuchen. Man soll sich nicht in Situationen begeben, von denen man weiß, dass man möglicherweise dann sündigen würde und dann meint, man wolle Gott insoweit dann herausfordern und zwingen, für uns einzugreifen. Das wäre eine Versuchung, eine starke Prüfung sozusagen, wo wir hinterfragen, ob Gott auch wirklich mit uns ist. Das sollen wir keineswegs tun. Aber Christus überwand Satan im Fleisch, er überwand die Sünde, er überwand seine eigene menschliche Natur, die er eben hatte. Und so war er jetzt der qualifizierte Nachfolger, der eben den Thron von Satan übernehmen würde und könnte, wenn er zurückkommt. Und dann gibt es noch einen dritten Thron, der erwähnt wird, der Thron Davids. Schauen Sie, das ist eine Herrschaft, die dem David versprochen worden war durch Gott. Und ihm wurde gesagt, es wird niemals jemand aus seiner Familie nicht da sein, der auf diesem Thron sitzen wird über Israel. Das Haus Israel, das Haus Juda, alles dies ist ja Teil von Israel. Und so hat es auch diese Herrschaft in der gesamten Geschichte der Menschheit bis heute gegeben. Der Thron Davids war ursprünglich natürlich in Jerusalem. Nun, auch hier muss man sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt ein buchstäblicher Thron gewesen ist, denn es war eine symbolische Ausdrucksweise für die Herrschaft, die David oder seine Nachfolger haben würden über Israeliten. Und so lesen wir, dass der Jeremia und die Königstöchter des letzten Königs von Juda nach Irland gegangen sind und haben dann den Thron Davids in dieser Weise, wenn man das so sagen will, dort auferrichtet, die Herrschaft wieder auferrichtet. Schauen Sie, denn dieser Thron wurde verpflanzt zunächst einmal nach Irland und von dort nach Schottland und von dort nach England. Und die Bibel sagt uns auch, es würde 3-mal geschehen. Und dann würde er im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi verpflanzt werden nach Jerusalem. Also auch hier die Idee, dass man jetzt unbedingt sehen will, wie dieser Thron Davids heute aussieht. Okay, Sie können sich natürlich den Thron vorstellen, auf dem jetzt die,
die englische Königin sitzt und sagen, das ist der Thron Davids, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass die Herrschaft, die dem David übertragen worden war, die ganze Zeit hindurch bestehen würde. Und einige verstehen auch nicht, dass in der Tat die Königin Elisabeth heute von dem Stamm Juda abstammt und zu den Israeliten gehört. Die meisten verstehen das nicht, aber es ist in der Tat so, dass viele ja nicht unbedingt ihre richtige Ahnenforschung begreifen. Wenn ich sage vom Stamm Juda, es heißt, sie stammt von David ab, der ja nun zu dem Stamm Juda gehörte. Und wir lesen auch, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, der König David auferweckt werden wird. Und er wird dann herrschen über das Haus Israel und das Haus Juda. Das ist ganz klar in der Bibel prophezeit und wir werden dies auch dann noch in künftigen Predigten sehen. Also wenn Christus zurückkommt, werden alle diese Dinge geschehen, aber was noch weit wichtiger ist, zunächst einmal zu begreifen, ist, dass wenn er zurückkommt, dann wird er die Ursache allen Leides für die Menschheit abschaffen. Wodurch? Dadurch, dass er Satan und die Dämonen seiner Herrschaft und ihrer Herrschaft beraubt. Beraubt in Anführungszeichen, mit anderen Worten, sie werden nicht mehr herrschen. Sie werden nicht mehr in der Lage sein zu herrschen. Christus kommt, um die Herrschaft Satans und seiner Dämonen zu beenden. Und wenn das geschieht, dann ist all das Leid, das Satan gebracht hat über die Menschheit, dadurch, dass er zunächst einmal Adam und Eva verführte oder Eva verführte, die dann den Adam dazu brachte, ebenfalls zu sündigen, und die sich dann von Gott abgeschnitten sahen, weil sie ja nicht mehr sich Gott untertan machen wollten und die dann ihre eigenen Zivilisationen errichtet haben, ihre eigenen Philosophien, ihre eigenen Ideen, ihre eigene Politik, ihre eigenen Religionen, wie wir das heute so sehen. Die gesamte Menschheit, die abgeschnitten ist von Gott, die hat versucht, etwas zu erschaffen, was unter der Inspiration von Satan zum Scheitern verurteilt ist. Schauen Sie, alles dies wird ja dann beendet werden. Und Christus wird die Herrschaft Gottes über diese Erde errichten. Und er wird dann auch das Herz der Menschen ändern, sodass die begreifen werden, wie verkehrt sie gelebt haben unter den Einflüsterungen Satans des Teufels. Und so lesen wir nun, dass wenn Christus zurückkommt, diejenigen, die in Christus gestorben sind, auferweckt werden zu Geistwesen, die werden zu Mitgliedern der Gottfamilie werden. Und diejenigen, die noch leben in Christus, die werden ebenfalls verwandelt werden zu Geistwesen und Mitglieder der Gottfamilie werden. Und sie werden dann alle zusammen, wie wir das letzte Mal sahen, auf den Ölberg sich herablassen. Und dann wird es zu dieser letzten Entscheidungsschlacht kommen mit diesen physischen Mächten, die nach wie vor Christus bekämpfen wollen, wie die Menschheit heute die ganzen, seit Erschaffung der Menschheit eigentlich im Großen und Ganzen, Gott und Christus bekämpft haben. Schauen Sie, aber das wird dann zunächst einmal deren Ende sein. Einige können das nicht begreifen, dass Gott hier so grausam sein sollte. Totaler Unfug. Gott wird diese Rebellion zerschlagen, aber diese Menschen, wie ich sagte, werden ja wieder auferweckt werden. Und dann wird ihnen die Gelegenheit auch gegeben werden, die Wahrheit zu erkennen, zu ihrer Zeit. Und wir hatten über diese Entscheidungsschlacht gelesen. Aber was geschieht danach? Nachdem also Christus zurückgekommen ist, die Mächte, die sich gegen ihn wenden wollen, nach wie vor in Rebellion, zerschlagen sind, was geschieht dann mit dem Urheber? Mit demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Nun schauen wir uns Offenbarung Kapitel 20 an und lesen wir die Verse 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund. Zum Abgrund. Im Englischen heißt es hier bottomless pit. Man kann auch Abyss übersetzen. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, also die Schlange, die damals bereits schon Eva verführte, diese alte Schlange, der auch als ein Drache beschrieben wird im Buch der Offenbarung, das ist der Teufel, das ist der Satan. Dieser Engel ergriff ihn und er fesselte ihn für 1000 Jahre, er fesselte ihn, mit anderen Worten, er verhindert nun, dass der Satan für 1000 Jahre Einfluss haben kann auf die Menschheit. Und er warf ihn in den Abgrund, Vers 3, und er verschloss ihn. Und er setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Also mit anderen Worten, er hatte sie natürlich die ganze Zeit verführt. Die Bibel sagt uns auch an anderer Stelle, Satan hat die ganze Welt verführt.
Satan wird als der Gott dieser Welt sogar bezeichnet. Die Menschen beten ihn an, beten seine Philosophien, Ideen an, ohne zu wissen, dass sie es tun. Meinen, sie beten den wahren Gott an. Sie sind verführt. Aber dann wird er nicht mehr in der Lage sein, sie während dieser 1000 Jahre zu verführen. Dann heißt es allerdings, solange bis sie 1000 Jahre vollendet würden, danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, warum das ist, wann das ist und was dann geschehen wird. Also der Satan, der wird zunächst einmal in diesen Abgrund geworfen. Er wird dort gefesselt. Er kann dadurch die Menschheit nicht mehr verführen. Schauen Sie, als damals Satan, der Luzifer war, zu Satan wurde und seine Engel, die zu Dämonen wurden, sich gegen Gott auflehnten, da hat zunächst einmal Gott eine vorläufige Strafe für sie erlassen. Eine vorläufige Strafe. Wir finden dies zum Beispiel in 2. Petrus Kapitel 2. In 2. Petrus Kapitel 2, aber es ist wichtig zu begreifen, dass es nicht ihre endgültige Strafe ist. Und wir müssen auch begreifen, dass, was hier geschrieben steht, keineswegs eine Idee an eine feurige Hölle rechtfertigt, in der angeblich Satan und seine Dämonen hausen. In 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 4, 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 4, da lesen wir, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont. Schauen Sie, es geht hier um diese Dämonen, diese Engel, die zusammen mit Satan sündigten, weil sie sich gegen Gott auflehnten, gegen Gott rebellierten, seinem Wort nicht treu waren. Die hat Gott nicht verschont, sondern er hat sie mit Ketten der Finsternis, wir lasen eben auch von dem Engel, der Satan in diesem Abgrund fesseln wird mit einer Kette. Schauen Sie, es geht hier um eine symbolische Beschreibung. Er hat sie also mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Nun, Hölle hier ist die Übersetzung des griechischen Wortes Tartaros. Das ist die einzige Stelle, wo dieses Wort erwähnt wird. Es geht hier nicht um eine physische Begebenheit, eine Örtlichkeit. Es geht um einen Zustand. Es geht hier um einen geistlichen Zustand. Satan und seine Dämonen befinden sich im Zustand der Finsternis. Und Gott belässt sie in diesem Zustand. Warum? Weil sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Schauen Sie, sie wollen nicht bereuen, was sie getan haben. Und weil sie nicht bereuen wollen, können sie auch nicht bereuen. Und so sind sie in diesem Zustand, diesem geistlichen Zustand der Finsternis. Die leben aber nach wie vor auf dieser Erde. Und wie wir von Satan lesen, er läuft herum auf dieser Erde. Er bewegt sich auf dieser Erde wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wenn er verschlingen kann. Er sagte auch dem Gott damals im Buche Hiob, als Gott ihn fragte, wo warst du gewesen? Aber ich bin durch die ganze Erde durchzogen. Schauen Sie, er ist nicht örtlich begrenzt im Sinne, dass er hier in einer Hölle sitzt, irgendwie gefesselt ist. Das ist keineswegs der Fall. Aber er ist in einem geistlichen Zustand der Finsternis. Mit anderen Worten, mit diesem geistlichen Zustand der Finsternis gekettet, wenn man es so sagen will. Schauen wir uns auch das Buch Judas an, wo dies ebenfalls erwähnt wird. In Judas, es hat ja nur ein Kapitel. Und in Vers 6, da lesen wir, auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, also die nicht mehr die Heiligkeit, die sie von Gott erhalten hatten, bewahrten, diesen himmlischen Rang, sondern ihre Behausung verließen. Und was war ihre Behausung? Ihre Behausung war hier auf Erden. Denken Sie auch an das Wort Behausung, es ist sehr wichtig, da kommen wir nämlich gleich noch drauf zu sprechen. Die wollten die Erde verlassen, um den Himmel zu ziehen, wo Gott wohnt, um ihn von seinem Thron zu stürzen. Das hat natürlich nicht geklappt. Wir lesen im Buch der Offenbarung, dass der Drache durch seinen Schwanz ein Drittel der Sterne, also der Engelwesen, zurückschleuderte auf die Erde. Die wurden nämlich aus dem Himmel vertrieben, herausgeschleudert durch Michael und seine Engel, zurückgeschleudert auf die Erde. Und dadurch kam es auch zu diesen Katastrophen, von denen wir dann lesen, 1. Mose Kapitel 1 und so weiter. Also die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, die hat er, Gott, für das Gericht des großen Tages festgehalten, schauen Sie, mit ewigen Banden der Finsternis. Das wird hier ein bisschen deutlicher gesagt. Es geht also nicht um eine Örtlichkeit, es geht um einen Zustand. Sie befinden sich in Fesseln, in Banden der Finsternis, warten auf das Gericht, ihr Gericht des großen Tages, von dem sie wissen, dass es noch kommen wird. Nun, wie ich sagte, der Satan läuft herum heute wie ein brüllender Löwe. Sie können das nachher in 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8 nachlesen. Das eben beweist, dass er nicht an einem örtlichen Ort hier jetzt, an einer örtlichen
Örtlichkeit sozusagen gefesselt ist. Die Dämonen, die wussten, Satan weiß und wusste, dass sie diesem Gericht noch entgegensehen würden. Wir lesen sogar im Buch Jakobus, dass Jakobus uns fragt, nun, wisst ihr nicht, dass Glaube ohne Werke tot ist? Einige sagen, ja, ich glaube, aber sie zeigen ihren Glauben nicht durch ihre Werke und das ist tot, das ist nutzlos, hat keinerlei Bedeutung. Er sagt, ihr glaubt, dass es einen Gott gibt, die Teufel glauben es auch und zittern. Die zittern, weil sie wissen, dass ihr Gericht noch kommen wird. Schauen wir uns in Matthäus Kapitel 8 eine interessante Stelle an. Matthäus Kapitel 8. Und lesen wir Vers 29. Hier kommt Christus in die Gegend der Gadarener, in Vers 28, und er lief ihm entgegen zwei Besessene, also die waren hier von Dämonen besessen. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Schauen Sie, vielfach ist es so, dass wenn Dämonen von jemandem Besitz ergreifen, und sie tun es nur dann, wenn sich die Person den Dämonen in irgendeiner Weise geöffnet hat, ihren Sinn geöffnet hat, sei es durch Hypnose, sei es durch die Idee, dass man an solchen Seancen teilnimmt, dass man sich mit diesen okkulten Dingen beschäftigt, mit fernöstlichen Meditationspraktiken und weiß was ich nicht alles. Aber hier waren es zwei, die besessen waren und die waren sehr gefährlich. Es gibt nämlich sehr gefährliche, sehr gewalttätige Dämonen. Es gibt auch andere, die sind mehr kindlich und so weiter und die bringen dann andere Ergebnisse hervor, aber es sind alles negative Ereignisse. Wir lesen vielfach, dass wenn jemand besessen war, dass diese Person sogar versucht hat, sich umzubringen, weil der Dämon, der ein zerstörender Dämon war, versucht hat, die Person, die er besessen hatte, zu töten. Also hier waren sehr gefährliche Dämonen oder vielmehr dann Menschen, die von gefährlichen Dämonen besessen waren und dann selbst gefährlich wurden. Und siehe, Vers 29, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Und wenn Sie die Geschichte dann weiterlesen, dann wissen Sie, dass Christus denen erlaubte, dann in diese Herde von Säuen zu fahren, aber dann, weil sie eben solche pervertierten Dämonen sind, brachten sie die Herde der Säue dazu, sich umzubringen, über die Klippe zu stürzen. Also die Fragen hier, bist du gekommen damals, um uns zu quälen, uns zu richten, man könnte sagen, bevor es Zeit ist? Nun, in der Parallelstelle in Lukas, Kapitel 8, da wird uns noch ein weiteres Detail gegeben. Lukas, Kapitel 8 und in Vers 31. Da heißt es, angefangen in Vers 30, und Jesus fragte ihn, hier wird jetzt nur von einem gesprochen, dem Sprecher, wir hatten gerade gelesen, es waren zwei, aber scheinbar war hier einer der Wortführer, und so spricht Christus jetzt zu ihm, da fragte Jesus ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Auch das gibt es. Es wird davon gesagt, dass eine Frau sieben Dämonen hatte, die Christus austrieb. Hier wird von Legion gesprochen, das sind also weitaus mehr noch als sieben. Kein Wunder, dass der ausgesprochen gefährlich war. Vers 31, und sie baten ihn, also jetzt diese Geister, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Also hier wird wieder dieser Abgrund erwähnt, von dem wir bereits eben in Offenbarung 20 gelesen hatten, dass der Satan in diesen Abgrund geworfen wird. Hier ist das gleiche Wort im Griechischen. Also die baten ihn, dass sie damals noch nicht in den Abgrund geworfen werden sollten. Was ist dieser Abgrund? Was ist damit gemeint? Einige sagen, ja, das ist also jetzt dann die Hölle, die also ist unten unter der Erde und da wird dann der Satan und dann die Dämonen in diesen feurigen Pfuhl geworfen, diesen Abgrund. Das ist damit nicht gemeint. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, in Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10
angefangen in Vers 6. Da heißt es aber, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde, in deinem Herzen, dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. In Vers 7 wird von der Tiefe hier gesprochen. Sage nicht, wer will in die Tiefe hinabfahren, um Christus von den Toten heraufzuholen. Auch hier ist das Wort im Griechischen das Wort für Abgrund. Also er sagt hier, wer will hinab in den Abgrund fahren, um Christus von den Toten heraufzuholen. Auch dies ist natürlich eine symbolische Redewendung. Schauen Sie, der Abgrund, wir hatten auch schon von dem Abgrund gehört, aus dem das Tier heraufsteigen wird. Dieser letzte militärische Führer. Es ist etwas, was in der Vergangenheit begraben ist, in diesem Falle, und das dann heraufgebracht werden wird. Hier wird der Abgrund symbolisch mit denen verglichen, die tot sind. Eine symbolische Redeweise, die also nicht mehr in der Lage sind, etwas zu tun. Das ist genau das, was mit Satan gemeint ist, wenn er in den Abgrund geworfen wird. Er ist nicht mehr in der Lage jetzt, für 1000 Jahre die Menschen zu verführen. Aber schauen Sie, nach diesen 1000 Jahren wird Satan aus seinem Abgrund, und darauf werden wir noch näher eingehen, was damit eigentlich genau gemeint ist. Aber nach diesen 1000 Jahren wird zunächst einmal Satan aus seinem Abgrund herausgeholt. Nun, wenn die Dämonen damals den Christus fragten oder ihn baten, sie nicht in den Abgrund werfen zu sollen, dann bedeutet dies zunächst einmal, dass sie wussten, dass sie für 1000 Jahre lang keinerlei Möglichkeit haben würden, die Menschen zu verführen, ihr böses Spiel zu treiben. Die wollten noch ein wenig länger herrschen, deswegen sagten sie ihm damals, werf uns nicht jetzt schon in den Abgrund. Das wird für sie natürlich auch psychische Qualen beinhalten, denn sie wollen ja, pervers wie sie sind, über Menschen herrschen, die Menschen verführen, die Menschen den Menschen Böses tun. Satan wird ja nicht ohne Grund der Zerstörer genannt, der Verderber. Und das wird natürlich auch eine Qual in dem Sinne sein, nicht in physischer Hinsicht, das sind ja keine physischen Wesen, aber in geistiger Hinsicht, in geistlicher Hinsicht. Aber schauen Sie, nach diesen 1000 Jahren, da lesen wir in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 10. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 10. Da heißt es, und der Teufel, der sie verführte. Es heißt nämlich, dass er für eine kurze Zeit aus seinem Gefängnis, diesem Abgrund, entlassen werden wird. Nun lesen wir es in Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, oder dabei sind, sich zu vollenden, also zu Ende des Millenniums, bevor das große weiße Throngericht beginnt, da wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Schauen Sie, er war in einem Gefängnis. Er war gefangen in dem Sinne, dass er nicht mehr in der Lage war, die Menschen zu verführen für diese 1000 Jahre. Aber in diesem Falle bezieht sich das Gefängnis auf etwas sehr Buchstäbliches. Das werden wir gleich noch sehen. Er wird dann aber losgelassen werden aus seinem Gefängnis und dann wird er ausziehen, wiederum zu verführen. Die Völker an den vier Enden der Erde, also Völker bestehen ja nach wie vor, denn im Millennium gibt es ja Menschen und die werden ja noch physische Menschen sein, die sollen ja ausgebildet werden, um letztlich auch teilhaben zu können an der Familie Gottes. Aber die dann auch leben werden zu dem Zeitpunkt, die werden sich verführen lassen und die werden wieder versuchen, Krieg zu führen nach 1000 Jahren des Friedens. Nach 1000 Jahren, wo Christus ihnen gelehrt hatte, wo wir unter ihm ihnen gelehrt haben, nicht den Krieg zu führen. Und sie haben das auch akzeptiert. Wir lesen ja im Buch Jesaja, dass sie nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Jetzt kommt der Satan daher. Und was er tut ist, er verführt die Menschen wieder, Krieg zu führen. Und was tun die Menschen? Sie verfolgen und erlauben, diese Verführung bei ihnen Gestalt zu gewinnen. Und sie führen wieder Krieg. Wie auch heute alle Menschen, die am Krieg teilnehmen, von Satan verführt sind, ohne Ausnahme. Und es ist die Zeit, das zu begreifen. Wir sprechen heute viel von Kriegen, die vielleicht wieder stattfinden. Man hat alle möglichen Rechtfertigungen, die man hervorbringt, um zu sagen, ja, wir müssen solche Kriege führen. Christus sagt, es wird dazu kommen, dass wir sogar dann die ganze Welt vernichten werden, durch unsere von Satan inspirierte Einstellung, Krieg führen zu wollen. Und wenn er nicht zurückkommen würde, diesen Wahnsinn zu verhindern, würde kein Mensch am Leben bleiben.
Und hier lesen wir 1000 Jahre später, da wird der Satan aus seinem Gefängnis entlassen worden, er geht aus, die Menschen zu verführen, Krieg zu führen, und die wollen wieder Krieg führen. Aber Gott wird schnell eingreifen, wiederum, wie es hier heißt, und er wird durch ein Feuer vom Himmel diese falschen Ideen und auch diese Menschen hier verzehren. Aber wiederum auch hier, sie werden dann in der zweiten Auferstehung wieder hochkommen. Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, da werde ich noch drauf eingehen. Das ist eine sehr unglückliche Übersetzung hier. Ich will hier nur sagen, dass der Teufel in diesen feurigen Pfuhl geworfen wird und er wird dort gequält werden. Nun, wie wird er gequält werden? Er ist ein Geistwesen, er kann nicht physisch gequält werden. Er wird wiederum geistlich gequält werden, er wird wiederum geistliche Martern haben. Warum? Weil er sein ganzes Lebenswerk sozusagen wiederum vernichtet sieht. Er hat versucht, die Menschen zu überführen, Krieg zu führen, das hat wieder nicht geklappt. Und jetzt hat er keinerlei Möglichkeit mehr überhaupt zu agieren. Und jetzt ist er voller Qual, voller Zorn darüber, dass er nicht mehr die Menschen verführen kann. Und die nicht mehr dazu bringen kann, so zu leben, wie er es will. Aber es ist nicht nur Satan, der in diesen feurigen Pfuhl geworfen wird, letztendlich, um dort diese psychischen Qualen erleiden zu müssen, weil er eben diese perverse Natur hat, sondern auch seine Dämonen werden dort landen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 25 an. Matthäus Kapitel 25 und in Vers 41. Matthäus Kapitel 25 und Vers 41. Das sind diejenigen, die sich geweigert haben, Jesus Christus zu gehorchen. Die scheinbar die unvergebbare Sünde begangen haben. Nicht nur scheinbar, sondern sie haben sie begangen. Sie werden nämlich in den feurigen Pfuhl geworfen werden, in der dritten Auferstehung. Aber dieser feurige Pfuhl, der war ursprünglich nicht für sie gedacht gewesen. Schauen Sie, für wen er ursprünglich in Gottes Augen gedacht war. Vers 41. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Dieser feurige Pfuhl, der die Menschen zerstören wird, verbrennen wird in der dritten Auferstehung, der kann aber natürlich den Teufel und seine Engel nicht verbrennen, weil das sind Geistwesen. Und als Geistwesen können sie nicht sterben. Als Geistwesen können sie auch keine physischen Qualen erleiden, aber eben geistliche Qualen. Und sie werden also hier psychisch gequält, sowohl der Teufel als auch seine Engel, weil sie ihr Lebenswerk zerstört sehen. Schauen wir uns dies an in 2. Petrus Kapitel 3. Denn Gott wird eine neue Erde schaffen, einen neuen Himmel, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Ungerechtigkeit, das wofür Satan steht, wird es nicht mehr geben. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. 2. Petrus, Kapitel 3 und die Verse 10 bis 13. In der Lutherbibel befinden sich nebenbei gesagt die Briefe von Petrus und Johannes ganz woanders, als wo sie eigentlich sein sollten. Aber hier in 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Und dann, danach, zu dem Zeitpunkt von Gott festgesetzt, werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die werden nicht zergehen, wenn Christus zurückkommt, schauen Sie, aber die werden letztendlich zergehen mit großem Krachen. Denn der Tag des Herrn bezieht sich auf eine Zeitspanne, die mit ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, aber sich natürlich dann erstreckt. Der Tag des Herrn ist der Tag, die Zeitspanne, wenn der Herr herrschen wird. Und er wird natürlich das Millennium hindurch herrschen und er wird natürlich dann durch das große weiße Throngericht herrschen, in aller Ewigkeit. Und dann wird es dazu kommen, dass die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, die werden ihr Urteil finden, oder wie andere Übersetzungen sagen, die werden völlig zergehen. Wenn nun das alles so zergehen wird, hier wird es auch so gesagt, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das wird geschehen nach der dritten Auferstehung, wenn alle Ungerechten vernichtet worden sind, wenn alles zu Geist verwandelt worden ist. Dann wird die Erde, diese physische Erde, auch
wie das die Bibel deutlich an anderen Stellen sagt, letztendlich wiederum zu Geist verwandelt werden. Denken Sie daran, zunächst einmal hat Gott alles aus Geist erschaffen. Und dann erst das Physische. Und so lesen wir hier in Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Schauen Sie, Satan wird keinerlei Möglichkeit mehr haben, seine Ungerechtigkeit zu verbreiten. Das letztliche Schicksal von Satan und seinen Dämonen könnte in Judas Vers 13 angesprochen sein. Zunächst einmal geht es hier in der Tat allerdings um Menschen, aber das wird hier in symbolischer Weise dargestellt. Wir wissen ja, diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen, die werden in dem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Und dieser feurige Pfuhl wird sich dann letztendlich über alles hier auf Erden ausbreiten und sogar das Universum, wenn man das so sehen will, und alles wird dann durch Feuer zerstört werden, aber dann wird Gott einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Was geschieht mit Satan und seinen Dämonen? Das sind ja Geistwesen, die können nicht sterben. Und hier wird eine Andeutung gegeben, in Judas 13. Das sind wilde Wellen des Meeres, also Judas Kapitel 1 und Vers 13, die ihre eigene Schande ausschäumen. Umherirrende Sterne, schauen Sie, vielfach werden Engel mit Sternen verglichen, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es ist deren Los, ihr Los, dass sie sich selbst eingebrockt haben, für das sie sich selbst entschieden haben. Die haben genau gewusst, wenn sie gegen Gott sündigen würden, was ihr Los sein würde. Sie würden dann Sterne sein, die in ewiger Finsternis, psychisch gesehen, seelisch gesehen, leben müssten. Ihre eigene Schande ausschäumen. Nun kehren wir zurück zu den Stellen, über die wir gerade gesprochen haben, in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 10. Da ist es jetzt wichtig, das zu begreifen, was hier geschrieben steht. In Offenbarung Kapitel 20 und Vers 10, ich möchte die Stelle zunächst einmal noch einmal aus der Lutherbibel vorlesen. Da lasen wir, und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das Problem ist, dass hier Stellen oder vielmehr Worte ersetzt worden sind, die nicht im griechischen Urtext stehen. Zunächst einmal steht das Wort waren keineswegs im Urtext. Im Urtext heißt es, wo auch das Tier und der falsche Prophet. Und so habe ich einige Bibelstellen oder einige Bibelausgaben gefunden, die das auch weitaus richtiger übersetzen, denn irgendwas muss ja hier ergänzt werden, das ist schon richtig. Das fehlt also ein Verb. Aber das Wort Verb ist mit Sicherheit verkehrt, denn das Tier und der falsche Prophet, die sind ja über 1000 Jahre zuvor in diesen feurigen Pfuhl geworfen worden. Die waren da keineswegs mehr drin, in dem Zeitpunkt, als der Satan und seine Dämonen in diesen feurigen Pfuhl geworfen werden, 1000 Jahre später, 1100 Jahre später genau gesagt. Oder 1000 Jahre ist doch richtig, 1000 Jahre später. Also das Wort waren ist mit Sicherheit verkehrt. Und so haben einige auch die folgende Übersetzung gewählt, wo auch das Tier und der falsche Prophet gewesen waren. Und das ist natürlich hier in diesem Zusammenhang richtig, die sind da nicht mehr da. Und dann wird hier in der Lutherbibel weitergeschrieben, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das Problem ist, dass auch hier das Wort sie nach vielen Aussagen nicht in der Bibel steht. Das ist auch ergänzt worden. Natürlich, wie es hier jetzt ergänzt worden ist, würde es bedeuten, dass sowohl der Teufel als auch das Tier und der falsche Prophet von Ewigkeit zu Ewigkeit in diesem feurigen Pfuhl gequält würden. Das ist keineswegs der Fall. Das Tier, der falsche Prophet, das sind menschliche Wesen, die sind verbrannt worden, die werden keineswegs mehr 1000 Jahre später in diesem feurigen Pfuhl gequält oder für alle Ewigkeit. Ich habe hier zum Beispiel die Übersetzung von Martin Luther aus dem Jahr 1938. Und wenn ich mir hier Offenbarung Kapitel 20 und Vers 10 anschaue, dann übersetzt er wie folgt. Der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war, nun auch übersetzt hier falsch, das Wort war, aber hören Sie sich an, wie es weitergeht, und werden gequält werden. Also er sagt nicht, und sie werden gequält werden, und werden gequält werden. Wenn man also jetzt begreift, dass das Wort war eine falsche Ergänzung ist, und dass es mit gewesen war übersetzt werden sollte, dann würde sich die Stelle wie folgt anhören. Der Teufel, der sie verführte, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet gewesen waren und werden gequält werden.
andere Übersetzungen haben, um gequält zu werden. Die Frage ist, wer soll gequält werden? Nun denken wir daran, für wen der feurige Pfuhl geschaffen worden ist. Für den Teufel und für seine Dämonen. So sehen wir also hier, dass der Teufel hier in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Und es wird in Klammern sozusagen ergänzt. Das ist der feurige Pfuhl, wo also auch der falsche Prophet und das Tier gewesen waren. Klammer zu. Und werden gequält werden. Wer wird gequält werden? Der Teufel und seine Dämonen. So kann man die Stelle sehen. Wenn man es natürlich auch so übersetzt, wie einige es tun, der Teufel wurde in den feurigen Pfuhl geworfen, Klammer auf, in dem das Tier war und der falsche Prophet gewesen war, Klammer zu, um gequält zu werden, dann wird es ganz deutlich, dass sich die Qual auf den Teufel bezieht und, wie ich sagte, auf die Dämonen. Die Dämonen sind hiermit eingeschlossen. Der Teufel wird hier erwähnt ausdrücklich als der Herrscher über das Dämonenreich. Aber Dämonen werden mit eingeschlossen. Denken wir an die Stelle, wo sich diese beiden Besessenen an Christus wandten. Und in der einen Stelle hieß es, das waren also zwei. In der anderen Stelle hieß es war nur einer. Mit anderen Worten, der Wortführer wird hier nur erwähnt. Der andere war natürlich mit eingeschlossen. Auch hier, der Teufel als der Herrscher über das Dämonenreich wird diesen feurigen Pfuhl geworfen werden, um gequält zu werden. Aber die Dämonen werden mit ihm in diesen feurigen Pfuhl geworfen werden. Also man kann diese Stelle keineswegs dahingehend auslegen, dass man sagt, das Tier und der falsche Prophet, Menschenwesen, die würden hier 1000 Jahre später noch in diesem feurigen Pfuhl gequält werden. Denken wir daran, dass dies geschieht 1000 Jahre später. Aber kehren wir jetzt zurück zur Offenbarung Kapitel 20 und Vers 1, von der wir eben gelesen haben, was geschehen wird zu Anfang des Millenniums, wenn also Christus zurückkommt, um die Herrschaft auf Erden zu errichten. Da heißt es also hier, der Teufel, der wurde von diesem Engel, der aus dem Himmel kam, in diesen Abgrund geworfen, gefesselt für 1000 Jahre, damit er die Menschen nicht mehr verführen könnte. Wussten Sie, dass dies bereits schon im Alten Testament vorhergesagt worden war, in einer sehr interessanten Zeremonie? Der Zeremonie, die am Tag des Versöhnungsfestes stattfand, für ganz Israel. Ich habe darüber eine ganze Predigt gehalten, aber ich möchte hier kurz auf 3. Mose Kapitel 16 zurückgehen. Denn hier wird nämlich der Teufel versinnbildlicht. Und zwar als der berühmte Azazel-Bock. Dieser Azazel-Bock steht keineswegs für Jesus Christus, wie einige es behaupten. Er steht hier für den Teufel. In 3. Mose 16 lesen wir in Vers 21. 3. Mose 16 und Vers 21. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen, auf diesen Azazel-Bock. Einige übersetzen das auch falsch und nennen es ein Sündbock oder sowas, aber das ist keineswegs der Fall. Im Hebräischen heißt es Azazel, eine Bezeichnung nebenbei gesagt für einen Dämon. Und so heißt es hier, der Aaron, der soll seine beiden Hände auf diesen Kopf legen, auf den Kopf dieses Azazelbocks, und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und sie soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man lasse ihn in der Wüste. Und dann, wenn der Mann zurückkam, da musste er sich waschen, weil nämlich damit ja symbolisiert wurde, dass dieser Bock jetzt mit Sünden beladen ist. Und einige meinen, das bezieht sich auf Christus, aber schauen Sie, der Bock, auf den Christus sich bezieht, der wird auch in dieser Zeremonie beschrieben. Und die beiden mussten durch ein Los voneinander unterschieden werden. Das ist nicht mehr Christus, das ist dieser Azazelbock, das ist jetzt Satan. Satan ist für unsere Sünden sehr vielfältig verantwortlich. Und Christus ist nicht für die Sünden gestorben, für die Satan verantwortlich ist, weil nämlich Satan die unvergebbare Sünde begangen hat und nicht bereuen kann. Schauen Sie, Satan muss auch seine Sünden tragen, die er uns überliefert hat. Nun, wir müssen unsere Sünden bereuen. Und Christus ist für uns gestorben, damit unsere Sünde vergeben werden kann. Aber nicht die Sünde, für die Satan verantwortlich ist. Dieser Azazelbock, der wird, schauen Sie, lebendig in die Wüste gebracht. Nun, die Juden heute, die das nicht richtig verstehen, die lehren, dass dieser Azazelbock getötet worden ist. Oder die haben sogar die Zeremonie, wo er getötet wird. Es ist auch wiederum eine Verdrehung dessen, was die Bibel sagt. Er wird lebendig in die Wüste gebracht und dort belassen. Warum?
Nun, er symbolisiert Satan, den Teufel. Es ist diese Symbolik, die hier in Offenbarung 20 beschrieben wird. Der Engel, der kommt und der nimmt den Satan und bringt ihn sozusagen in die Wüste, in diesen Abgrund, in dieses Gefängnis, lebendig. Denn Satan kann ja nicht sterben. Das wurde bereits schon im 3. Mose vorausgesehen und vorausbeschrieben. Nun, was ist mit diesem Abgrund dann gemeint, mit diesem Abyss? Man spricht ja heute auch von dem Abyss. Ich höre immer wieder Politiker sagen, wir sind aus diesem Abyss herausgekommen oder wir gehen wieder in den Abyss. Das ist dann mehr oder weniger jetzt eine symbolische Sprachweise, die heute auch sogar gebraucht wird. Aber natürlich versteht jeder, dass das nicht unbedingt etwas Physisches ist. Aber hier wird gleichwohl in der Bibel von einem Abyss gesprochen, von einem Abgrund, der sowohl auch eine physische Bedeutung hat. Schauen Sie, zur Zeit ist Satan auch von Ketten der Finsternis gefesselt, in dem Sinne, dass seine Gesinnung gefesselt ist. Das wird auch so bleiben. Aber gleichwohl wird während des Millenniums der Satan und seine Dämonen an einem Ort gebunden sein. Der wird nicht mehr in der Lage sein, über die ganze Erde so hin und her zu ziehen, um zu sehen, wenn er verführen kann. Schauen wir uns einmal an, was hier die Bibel dazu sagt. Und denken wir an dieser Azazelbock, der wurde in die Wüste gebracht. In Offenbarung Kapitel 18 lesen wir Vers 2. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 2. Dieser Engel rief mit mächtiger Stimme: sie ist gefallen, Babylon, die Große. Und ist eine Behausung, wir hatten das Wort Behausung schon einmal gehört heute, ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Also hier wird von Babylon gesprochen, aber offensichtlich einem modernen Babylon, die ist nämlich zweimal gefallen hier. Nicht nur das alte Babylon wird angesprochen, sondern auch das moderne. Und dieses Babylon, das wird zu diesem Gefängnis der unreinen Geister, der Dämonen. Was natürlich auch den Satan mit einschließt, denn der Satan ist ja der Herrscher über das Dämonenreich. Nun, wir wissen, wer Babylon ist. In Offenbarung 17 wird von Babylon gesprochen als von einer Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Es wird auch von einem Weib gesprochen, einer gefallenen Frau, die auf einem Tier sitzt. Wir verstehen, es handelt sich um eine Kirche und um eine politische Macht, die Hand in Hand arbeiten. Aber diese Stadt Babylon, die auf 7 Hügeln erbaut ist, wie es heißt, die soll zerstört werden. Die soll vernichtet werden. Offenbarung Kapitel 18 beschreibt uns dies. Und sie soll zu der Behausung, wie es hier heißt, der unreinen Geister werden. Schauen wir uns eine Stelle im Buch Sacharja an, im 5. Kapitel. Sacharja Kapitel 5. Hier wird nämlich eine sehr interessante Vision gegeben. Nun, das Buch Sacharja ist ja voll von Visionen. Und ich kann mich hier nur jetzt auf Sacharja Kapitel 5 beziehen. Angefangen in Vers 5. Und ich möchte die Verse 5 bis 11 lesen. Der Engel, der mit mir redete, der trat hervor und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und siehe, und was kommt da hervor? Und ich sprach: Was ist das? Er aber sprach: Es ist eine Tonne, die da hervorkommt. Und er sprach weiter: Das ist die Sünde im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich der Deckel aus Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Und er sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Nun, wenn Sie sich nachher noch einmal Offenbarung Kapitel 17 durchlesen wollen, dann werden Sie die Parallelen feststellen mit der Frau, die auf dem Tier sitzt. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Deckel aus Blei oben auf die Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, zwei Frauen traten heran und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Störchenflügel. Und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin. Scheinbar Engelwesen, die hier aussehen wie Frauen mit Störchenflügel. Die nehmen also diese Tonne, in der diese Frau sitzt, und transportieren die Tonne irgendwohin. Wohin? Vers 10. Und ich sprach zum Engel, der mit mir redete: Wo aber tragen diese die Tonne hin? Er aber sprach zu mir, dass ihr ein Tempel, sehr schlecht übersetzt, im Hebräischen heißt es ein Haus oder eine Wohnung oder eine Behausung, also dass ihr eine Behausung gebaut werde im Lande Shinar,
und sie dort aufgestellt werde. Nun, er wäre es mit China gemeint. In 1. Mose Kapitel 11 und Vers 2 wird China als Babylon identifiziert. Hören Sie sich einmal an, wie die Mengebibel diesen letzten Vers übersetzt in Vers 10. Sacharja 5 und Vers 10, oder vielmehr Vers 11. Er antwortete mir, also hier in der Mengebibel, wird es wie folgt gesagt: Es soll ihr, das heißt in Anführungszeichen hier oder in Klammern dem Weibe, das heißt die Gottlosigkeit, also es soll ihr ein Haus im Lande Babylon gebaut werden. Und wenn dieses fertig ist, soll es dort auf dem ihr gebührenden Platz niedergesetzt werden. Also hier wird es ganz klar gesagt. Dieser Frau, dieser Gesetzlosigkeit und die Frau wiederum, symbolisch ja auch für die Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, die aber die Herrschaft hat, wie es heißt, über die ganze Erde, die soll in diesem Babylon sein, in diesem Haus dann leben, in dieser Behausung. Die Gottlosigkeit soll mit anderen Worten auf diese Örtlichkeit begrenzt werden. Denken wir daran, es geht hier wiederum um eine Behausung von Dämonen. In Offenbarung Kapitel 17, Offenbarung Kapitel 17, lesen wir die Verse 3 bis 5. Hier wird die Frau beschrieben, Babylon. Er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, hatte 7 Häupter, 10 Hörner. Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen, Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei, aller Gräuel auf Erden. Aber schauen Sie in Vers 3, wohin der Johannes in der Vision gebracht wurde, in die Wüste. Auch hier wiederum wird es sehr deutlich, wo die Behausung der Dämonen und Satan sein wird, wo die bleiben müssen. Und so wird auch vielfach in Kommentaren uns gesagt, dass die Prophezeiung hier in Sacharja, die wir gerade gelesen haben, genau dies beschreibt. Es ist dieses Babylon, die Behausung der Dämonen, der Teufel. Mit anderen Worten, um es deutlich zu sagen, es ist die Örtlichkeit, wo heute die sogenannte ewige Stadt Rom steht, die ja vernichtet werden wird. Sie können dies in Offenbarung Kapitel 18 nachlesen. Ein Engel wird dieses Babylon nehmen und es vernichten. Aber gleichwohl wird es dann eine Wüste werden. Es wird nicht total aufhören zu existieren in dem Sinne. Es wird schon noch existieren. Der Ort, wo diese Stadt gewesen war, die wird nach wie vor existieren. Aber schauen Sie, was aus diesem Ort werden soll. Schauen wir uns zum Abschluss Jesaja Kapitel 13 an. Jesaja Kapitel 13, angefangen in Vers 19. Und es geht hier um die Endzeit. Es geht nicht nur um das damalige Babylon im Zeitpunkt von Nebukadnezar, denn der Zusammenhang ist wiederum der Tag des Herrn. In Vers 9 in Jesaja 13 wird nämlich gesagt: Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten, die Sünder von ihr zu vertilgen. Vers 13, darum will ich den Himmel bewegen, die Erde soll beben, von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zornes. Und jetzt Vers 19, so soll Babel oder Babylon, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer. Die damaligen Chaldäer war die religiöse Oberschicht im damaligen Babylon. Die soll zerstört werden von Gott, wie Sodom und Gomorra. Verwüstet werden, zu einer Wüste werden. Dass man hinfort nicht mehr da wohne, also Menschen werden dort nicht mehr wohnen. Noch jemand da bleibe, für und für. Dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern Wüstentiere werden sich da lagern. Ihre Häuser werden voll Eulen sein, Strauße werden da wohnen, Feldgeister werden da hüpfen und wilde Hunde werden in ihren Palästen heulen und Schakale in den Schlössern der Lust. Und ihre Zeit wird bald kommen und ihre Tage hassen oder lassen nicht auf sich warten. Wir hatten im Buch der Offenbarung gelesen, dass alle unreinen Tiere dort sein werden. Aber eben auch die Dämonen. Auch Satan, der Teufel. Schauen Sie, das ist der Abgrund, von dem die Rede ist. Ein Gefängnis für Satan und seine Dämonen, dass sie 1000 Jahre lang nicht mehr die Menschen verführen können. Aber auch ein buchstäblicher Ort. Die Örtlichkeit, wo Babylon
einmal gewesen war, das zerstört werden wird, gleich werden wird wie Sodom und Gomorra, die Wüste, von der im Buch 3. Mose die Rede ist, wo also der Engel, oder vielmehr dieser Mann, symbolisiert durch den Engel in Offenbarung 20, wo dieser Mann also diesen Azazel-Gott, oder diesen Azazel-Bock, den Gott dieser Welt, in die Wüste bringt, nachdem die Sünde auf ihn geladen worden ist, für die er verantwortlich war. Wenn man also all die Stellen zusammennimmt und wenn wir sehen, wie das alles zusammenpasst, dann können wir auch sehr große Zuversicht haben auf das, was geschehen wird. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, dann wird Satan nicht mehr in der Lage sein, die Menschen zu verführen. Und dann wird endlich Frieden herrschen. Dann wird endlich es keinen Krieg mehr geben. Dann wird die Gesinnung, das Herz des Menschen geändert werden. Gott wird es tun. Das heißt, Gott wird ihnen ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Er wird das Herz aus Stein aus den Menschen herausnehmen. Er wird ihnen ein Herz aus Fleisch geben, sodass sie sich Gott unterordnen, sodass sie den Weg Gottes lernen wollen. Schauen Sie, dann wird es keinen Satan mehr geben zu dem Zeitpunkt, der sie verführen wird, der ihnen einreden wird, man könne ruhig weiter von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Nein, dann wird der Baum des Lebens zugänglich sein, der eben auch für die Wahrheit steht, für die richtige göttliche Erkenntnis und natürlich auch für den Heiligen Geist, der zum ewigen Leben führt. Dann wird es möglich sein, etwas, was heute den meisten Menschen eben noch nicht möglich ist, da sie von Satan verführt sind. Und Gott hat nun die Welt abgeschnitten von ihm für den gegenwärtigen Zeitpunkt. Er hat immer zu allen Zeiten einige aus dieser Welt herausgeholt. Wir lesen, dass der Geist Christi in den Propheten des Alten Testamentes war. Auch zeigen, dass Christus bereits existierte. Natürlich tat er dies. Er war immer schon das zweite Mitglied der Gottfamilie. Und so hat der Heilige Geist in einigen Menschen gewohnt, wie zum Beispiel in David, wie in Abraham, wie in Noah, wie in all den anderen Heiligen, die in Hebräer Kapitel 11 beschrieben stehen. Aber dort steht auch geschrieben, sie haben aber das Verheißene nicht erlangt. Was ist das Verheißene? Das ewige Leben im Reich Gottes. Alle die, die gestorben sind, haben das Verheißene nicht erlangt, sagt der Apostel Paulus. Warum? Weil Gott sie nicht ohne uns zur Vollendung führen wollte. Diese Vollendung kommt, wenn Jesus Christus zurückkehrt, um uns, die wir treu geblieben sind, entweder gestorben sind oder noch leben, aber in Christus, verwandelt wird und annehmen wird als seine wiedergeborenen Kinder, seine oder vielmehr Geschwister, die wiedergeborenen Kinder Gottes des Vaters, seine Söhne und Töchter, Mitglieder des Reiches Gottes, der Gottfamilie. Beten wir, meine Freunde, dass diese Zeit bald kommen wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit an Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.